Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich einen kleinen Versuch mit euch starten. Der Sommer ist so gut wie zu Ende. Ich habe auch die Tomaten, die ich draußen hatte, abgeerntet. Über den Winter jetzt werden die Pflanzen dann eingehen. Das heißt, das war's mit der Tomaten-Erntesaison für dieses Jahr. Es geht erst nächstes Jahr wieder weiter. Trotzdem möchte ich ganz gerne weiterhin Tomaten anbauen. Und jetzt möchte ich ausprobieren, ob das auch mit den herkömmlichen Tomatenpflanzen, die ich halt auch draußen hatte, ob das auch hier drin in der Wohnung funktioniert. Und wir wissen, dass Tomaten zwei Sachen brauchen. Zum einen viel Licht und auch viel Wasser. Mit dem Wasser im Haushalt, in der Wohnung, ist es immer ein bisschen so ein Problem, weil man natürlich auch sich schnell Schimmel reinholen kann, Schimmelsporen. Das ist ein bisschen gefährlich, da sollte man also aufpassen, dass man nicht zu viel gießt, aber immerhin noch so viel gießt, wie die Tomate auch zum Wachsen braucht. Das zweite ist ja Licht, also Sonne, im Winter ohnehin weniger vorhanden, und dann würde sich in der Wohnung auf jeden Fall ein Südfenster empfehlen, was ich jetzt leider hier nicht zur Verfügung habe, wo ich das hinstellen kann, weil ich das einfach nicht direkt im Wohnzimmer stehen haben möchte, auch nicht im Schlafzimmer. Da sollte man ohnehin auf Pflanzen verzichten, die ziemlich viel Wasser brauchen, auch wieder Stichwort Schimmel. Deshalb habe ich ein Fenster genommen, wo nicht ganz so viel Licht rankommt, und werde ausprobieren, ob das hier geht. Die Tomatenpflanze habe ich selbst ausgesät aus einer Tomatenscheibe. Das mache ich im Prinzip immer so. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Das könnt ihr euch gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal auch anschauen, wie das geht. Ihr braucht also keine Samen kaufen. Ich habe es, wie gesagt, so gemacht. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob es hier in der Wohnung funktioniert, auch mit der Pflanze. Ich zeige euch jetzt gleich die vorbereitete Pflanze, die ich hier stehen habe. Und dann wollen wir mal schauen, ob der Versuch auch klappt, Tomaten hier in der Wohnung anzubauen. So, und hier könnt ihr die Pflanze sehen. Ich habe einen Blumenkasten dafür genommen. Da ist ausreichend viel Erde drin für die Tomatenpflanze. Ich habe auch nur eine einzige Pflanze eingepflanzt. Ich denke, das sollte reichen. Viel mehr Platz habe ich jetzt hier auch auf meiner Fensterbank nicht mehr. Das passt so, denke ich, ganz gut hin. Die Pflanze sieht aktuell gesund und kräftig aus. Hier ist ein Blatt so ein bisschen vertrocknet. Das würde ich jetzt aber nicht als tragisch ansehen. Also der Pflanze geht es ganz gut. Und ich würde sagen, der Test startet jetzt. Wir versuchen, ob man eine Tomate ganz normal unter nicht ganz idealen Bedingungen auch in der Wohnung anbauen kann. So, hier könnt ihr jetzt die Tomatenpflanze mal sehen. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen. Ich habe ein bisschen länger gewartet, um jetzt auch mal zu gucken, wie sich die Pflanze hier tatsächlich in der Fensterbank entwickelt. Und aktuell sieht es ganz gut aus. Sie ist ein bisschen größer geworden. Scheint die Pflanze hier ganz gut zu vertragen. Mit dem Gießen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Sie braucht hier nicht ganz so viel Wasser wie draußen in der frischen Luft, da nicht so viel Wasser verdunstet. Ich achte ein bisschen darauf, dass ich mir auch keinen Schimmel hier reinhole. Und ja, der Tomatenpflanze geht es aktuell recht gut. Hier kann man sogar schon so ein paar Blüten auch erkennen. Und ich würde sagen, wir lassen das Projekt einfach mal weiterlaufen und gucken, was die Zeit in Zukunft hier mit der Pflanze macht, wenn sie hier auf dem Fensterbrett steht. Eine Woche ist jetzt wieder seit dem letzten Update vergangen. Und ja, die Pflanze ist schon wieder ein gutes Stück gewachsen. Sieht auch noch wirklich gesund aus. Hier ist allerdings jetzt die Blüte, die sich gebildet hat, vertrocknet und auch gerade eben abgefallen. Eine aktuelle Blüte kann ich jetzt gerade noch nicht sehen. Trotzdem wächst die Pflanze ganz schön. Und es riecht auch so ein bisschen nach Tomatenpflanze jetzt schon hier in meinem kleinen Raum. Und ja, aber der Pflanze geht es aktuell ganz gut. Sie scheint es gut zu vertragen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was weiter hier mit der Tomatenpflanze bei mir im Raum passiert. So Leute, hier mal wieder ein Update, jetzt 3 Wochen später von meiner Tomatenpflanze. Bald kommt hier schon gar kein Licht mehr ins Fenster rein. Die ist jetzt schon von der Fensterbank fast so hochgewachsen wie das Fenster. Also es scheint hier recht gut zu bekommen hier. Wir haben hier auch immer noch die Blüten. Aber so wie ich sehen kann, noch nirgendwo eine Tomate, die jetzt irgendwo wächst. Ich habe auch immer mal so ein bisschen hier aus den Achseln raus die Pflanze schon mal so ein Stück ausgegeizt. Macht man ja draußen auch so, habe ich gedacht, mache ich das hier drin auch. Wächst ganz gut, aber halt immer noch keine Früchte. Und ich würde sagen, wir beobachten das Ganze noch mal ein Weilchen. Jetzt möchte ich euch hier mal das nächste Update zu meiner Tomatenpflanze zeigen. Wir haben jetzt Mitte, Ende November, also heute müsste, glaube ich, der 20. November sein. Und ihr könnt sehen, die Pflanze ist jetzt wirklich schon über das komplette Fenster hinausgewachsen. Leider ist sie hier auch schon abgeknickt, was jetzt aber nichts unbedingt macht. Die Blätter hängen gerade so ein bisschen. Ich muss auch mal wieder gießen. Das Erdreich ist relativ trocken. Aber was ich euch zeigen möchte, hier sieht man schon, es kommen die ersten kleinen Tomaten. Hier oben habe ich auch schon eine gesehen. Hier könnt ihr das erkennen. Also tatsächlich geht es jetzt auch schon in den November rein.
dass die Tomatenpflanze hier wächst. Also wir gehen bald sogar in den Dezember rein. Wie gesagt, Ende November jetzt bald. Und ja, so wie es aussieht, funktioniert das ganz gut. Der Pflanze geht es auch noch soweit ganz gut, außer dass sie hier leider abgeknickt ist, ja, weil sie halt einfach nicht mehr genug gestützt wird. Und da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber aktuell könnt ihr hier den Stand nochmal sehen und ich halte euch auf dem Laufenden. So, und jetzt möchte ich mit euch hier zusammen das Projekt mit meiner Tomatenpflanze abschließen. Könnt ihr sehen, die ist jetzt nicht wirklich weiter mehr in die Höhe gegangen. Das war vorher schon so. Wir haben jetzt Ende Januar, also wir sind mitten im Winter. Und ja, man konnte ja vorher schon sehen, wie die Tomate aussah. Jetzt ist sie auch noch rot geworden, etwas größer ist sie auch geworden. Aber das sind hier keine Cherry-Tomaten, sondern tatsächlich eine richtige Tomatenpflanze. Hier unten könnt ihr auch noch eine sehen. Da kommt noch eine kleine nach, das könnt ihr hier auch sehen. Also die Ernte ist recht mager ausgefallen. Das heißt, Tomaten anbauen in der Wohnung und das Ganze auch noch im Winter bei nicht idealen Lichtverhältnissen klappt zwar, allerdings nicht wirklich sehr gut. Ich habe eine Tomate auch schon probiert. Schmecken tun sie ganz normal. Von der Größe her kann man sagen, sind sie wie Cherry-Tomaten. Kann man machen, muss man nicht machen. Soweit hier zu dem Selbsttest. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit dem Daumen nach oben. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das unten in die Kommentare reinschreiben. Und wer es noch nicht tut, aber gerne möchte, kann natürlich auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das Ganze ist auch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!